Für Inkompetenz haben wir keine Zeit. Touch mine. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Gameplay-Commentary. Ja, heute gibt es mal wieder Black Ops 3 im Hintergrund zu sehen. Kurz was zum Gameplay. Es ist ein 27:3 von mir selber erspielt mit der MX Garand. Also ein richtig freshes Gameplay. Ihr merkt auch schon, die Scores werden immer besser. Und wie gesagt, langsam wird das auch immer mehr zum Standard. Also man kann sich auf weitere Gameplays gefasst machen. Mal gucken, was da so kommt. Oh, hier war zum Beispiel eine Szene, wo ich mega Luck hatte. 3 Patronen noch im Magazin. Eine hittet nicht und die letzten 2 treffen den Don noch in der Luft. Also richtig geil. Gut, scheiß mal darauf. Ihr seht es auch schon im Titel. Hashtag Extremklickgeil! Nein, Spaß beiseite. Und zwar möchte ich heute gerne über das Thema KS Freak vs. KuchenTV reden. Alles nur Fake? Keine Ahnung, wer weiß es. Aber ich vermute mal schon. Und mein Handy vibriert in der Hose. Scheiß mal darauf. Gut, erstmal, worum geht es überhaupt? Ich weiß nicht, auf den Video Days hatte KS Freak einen Auftritt mit, glaube ich, Krappi und noch irgendwem. Und KuchenTV ist einfach mit seinem Kumpel rangegangen, hat den Auftritt gestürmt in irgendwelchen Einhorn-Kostümen oder so. Keine Ahnung, was das war. Und anscheinend gab es extrem heftigen Beef zwischen beiden, dass die sich irgendwie fast geschlagen haben, dass von KuchenTV die Kamera abgezogen wurde und er die Speicherkarte jetzt davon nicht mehr hat, also die Aufnahmen davon nicht besitzt bzw. nicht zeigen kann. Naja, was auch immer. Kurz, was ich trotzdem nochmal sagen möchte, wieso ich vermute, dass alles nur Fake ist und dass es alles nur Abo-Gepusche ist, Klick-Gepusche ist, einfach nur, um wieder mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Vor, ich weiß nicht, 4 Monaten, 5 Monaten, einem halben Jahr, keine Ahnung mehr, haben sich irgendwelche 2 Prank-Homos genauso gebieft, weil der andere irgendwie die gemeinsame Serie mit wem anders gemacht hat und dann nur so, oh mein Gott, wir waren doch die 2, die immer diese Serie gemacht haben, jetzt muss ich Beef gegen dich starten, bla bla bla. Was ist passiert? Die haben Beef gestartet, das ging irgendwie 2-3 Wochen lang, danach am Ende kam es nur so raus, oh mein Gott, es tut mir so leid, ich habe einen Mini-Penis und jetzt sehe ich es ein, lass uns wieder vertragen. Und in dieser Zeit gab es natürlich extremen Abo-Push. Ich weiß nicht mehr, Leon Mascher und keine Ahnung wer, die sind irgendwie von 800.000 nach 2 Scheißtagen auf über 1 Million Subs gekommen. Was krass ist. Man muss sich mal vorstellen, wie so ein scheiß Beef einfach die extremen Auswirkungen hat. Und ja, deswegen vermute ich auch, dass dieser neue Beef zwischen KS Freak und KuchenTV einfach nur wieder reines Abo-Gepusch ist. Einfach nur Bullshit dahinter. Ob es geplant ist oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich kann euch eins ganz sicher sagen. Das wird wieder einen extremen Hype auf YouTube auslösen. Und beide Kanäle werden extrem gepusht. Weil es ist ganz einfach. Der eine bringt ein Video raus. XY ist scheiße, er hat dies, das gemacht, er hat jenes gemacht. Dann bringt XY das Video raus. Oh mein Gott, aber guckt es euch doch mal aus meiner Sicht an. Schaut es euch an, ich habe dies, das gemacht, ich habe deswegen gehandelt, bla bla bla. Dann geht das Gebiefe einfach 1, 2, 3 Wochen. Die Subs klatschen sowas von in die Höhe, weil diese ganzen Videos dieser beiden YouTuber einfach permanent auf der YouTube-Startseite zu sehen sein werden. Und das bringt heftig die Klicks, es bringt heftig die Subs, es bringt heftig die Kohle. Deswegen vermute ich einfach nur, dass all dieser Scheiß Fake ist. Ich schwöre euch, bei meinem rechten Hoden nach 2, 3, vielleicht auch 4 Wochen kommen schon die ersten Entschuldigungsvideos. Oh mein Gott, sorry KS Freak, es tut mir leid, dass ich so und sowas über dich gesagt habe. Oh mein Gott, KuchenTV, mir tut's auch leid. Jetzt sind wir wieder beste Freunde, jetzt können wir uns gegenseitig wieder die Eier nuckeln. Ich verstehe nicht, wieso macht man sowas? Klar, wieso macht man sowas? Was für eine dumme Frage. Es bringt heftig die Abonnenten rüber. So ein Beef zieht einfach extrem die Aufmerksamkeit auf sich.
Es bringt mega krass die Abonnenten rüber. Wie schon gesagt, dieser Beef mit Leon Marcher und keine Ahnung wem da hat einfach innerhalb von 2 Tagen die auf 1 Million Subs gepusht. Man muss sich einfach mal vorstellen, 200.000 Abonnenten. Komm, sagen wir mal innerhalb von 5 Tagen. 200.000 Abonnenten innerhalb von 5 Tagen. Alter, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und sowas schaffen nicht mal die größten YouTuber unter uns da. Das nein, das ist einfach extrem die Klickgeilheit, die Leute dann da, ich sag mal, übernimmt. Oh mein Gott, bei dem Typen hatte ich gerade so Lack, Alter, mit der Garantie. Ja, scheiße, jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Toll, immer wieder. Kurzzeitgedächtnis schlägt mal wieder zu und so. Scheiße, Alter. Das ist ganz schön bitter, wenn man vergisst, was man sagen wollte. Naja, egal. Wie gesagt, das wird einfach wieder so sein, dass nach 2, 3, 4 Wochen die ersten Entschuldigungsvideos kommen, deren Kanäle natürlich durch Subs extrem nach oben gepusht werden. Die ganze YouTube-Deutschland-Startseite wird natürlich voll sein mit diesen 2 Vollpfosten. Ich fand, KuchenTV war ja gar nicht mal so schlecht. Er hat immerhin ganz witzige Videos gemacht, aber nach dieser Aktion, ich weiß ganz genau, dass es einfach nur reiner Abo-Push ist, was da jetzt geschieht und überhaupt nicht irgendwie so... Naja, komm, man kann sagen, es ist ein bisschen real, aber nicht wirklich. Das ist eigentlich alles nur Fake. Deswegen, ich glaube daran, dass all dieser Beef, der jetzt neu entsteht, kompletter Bullshit ist, einfach nur Fake ist. Man will einfach nur neue Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ob es abgesprochen ist oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Aber das Gameplay neigt sich auch schon langsam dem Ende zu. Immerhin, die Killcam kommt jetzt. Oh, kurz mal die Killcam anschauen. Die war, glaube ich, ziemlich schlecht. Ah, die war richtig Bullshit. Ihr seht, richtig geiles Aim hier am Start und so. Aber naja, wie gesagt, ich finde, alles ist Fake, was da gerade mit dem Beef passiert. Mich würde eure Meinung noch interessieren. Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare rein, was ihr über den jetzigen neuen Trendbeef denkt. Ja, dann war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und merkt euch eins, für Inkompetenz haben wir keine Zeit.